Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Starbound. Ich bin genau da, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte. Hier hatten wir eine Kiste gefunden und so ein bisschen, warum müsst ihr euch bei dem bisschen teleportieren? Das verstehe ich gerade nicht. Und so ein bisschen hier gefährliche Sachen. Die Kiste sieht sehr verführerisch aus, aber da ich hier so zwei Kinder an meiner Seite habe, auf die ich irgendwie aufpassen muss, traue ich mich jetzt nicht so direkt, diese Kisten anzunehmen. Und mir fällt gerade ein, wenn ich mich durch dummes Gestein arbeiten muss, dann habe ich doch extra hier so eine Pickaxe. Es gibt keinen Moment, wo ich diese Pickaxe mehr brauche als hier. Da kann ich sie auch mal benutzen. Und hier haben wir Throwing Bones, die kann man verkaufen. Also nehmen wir sie mit. Also das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Und das lassen wir liegen, weil ich brauche es nicht. Und wir brauchen aber hier dieses, das Ding hier. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich. Ich gehe nur davon aus, aber ich weiß es nicht. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich keine Erde zum Runtergraben, zum Hochbauen, sondern wir graben uns das runter. Hier ist ein bisschen nicht Titanium. Ich will die ganze Zeit Titanium sagen. Es ist die Stufe davor. Es ist Tungsten. Och komm, Leute. Nein! Ich gehe jetzt mal hier hin, in der Hoffnung, dass die sich zurückteleportieren. Wir brauchen doch Erde. Wir müssen das Laufgitter ein bisschen begrenzen. Das war gerade unnötig. Ja. So, es ist vielleicht auch unnötig, dass wir uns hier lang graben. Vielleicht könnten wir da unten wirklich besser durch. Sehr wahrscheinlich könnten wir das. Aber ich habe gerade ein bisschen Paranoia, was hier die Typen anbelangt, die ich hier so an meiner Seite habe. Den traue ich nicht allzu viel zu. Leider. So. Ah, hier geht's weiter irgendwie. Ah, okay. Wir hätten jetzt fast die Kiste da verpasst. Aber guck mal, das ist so verführerisch, dort runterzufallen für die beiden. Ich glaube, die sind doch runtergefallen. Natürlich sind die runtergefallen, weil die können doch gar nicht hier lang. Okay, hier haben wir noch mehr Zeugs, was man mitnehmen kann. Hier ist noch mehr Titanium im Boden. Und die Pickaxe ist gleich kaputt. Ah, schade, dass man die nicht mehr herstellen kann. Das war früher mal ganz cool. So. Nee, ich muss ja nach oben. Und die Pickaxe ist kaputt. Nochmal ganz kurz nachschauen, wie das hier aussieht. Ich würde es riskieren, wir graben uns hier durch. Ist hier ein Gegner? Nein, sieht nicht so aus. Dann erstmal Inventar. Zweite Pickaxe. Und ich höre ein ziemlich bekanntes Lied im Hintergrund. Ich glaube, das könnte geschützt sein. Ich erinnere mich da so grob daran. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und jetzt ist es eh zu spät. Jetzt haben wir es schon gehört, so ein bisschen im Hintergrund. Komm, grab dich mal hier durch. Es dauert jetzt noch eine Weile, aber okay. Vielleicht beschleunige ich das jetzt hier auch so ein bisschen. Mal gucken. Ich habe jetzt halt das Beschleunigen beim YouTube-Editor gefunden. Und spiele damit ein bisschen rum. Das macht bis jetzt. Bis jetzt ist es ganz okay. Bis jetzt macht Spaß. Ja. Solange mich das YouTube machen lässt, werde ich das auch benutzen. Und wir sind frei. Und wir nehmen die Fernwaffe. Und wir nehmen das hier an uns. Ah, schon wieder Rezepte, die ich nicht lesen kann, weil ich keine Ahnung habe, aber. Ah, verdammt. Wir haben den Typen verloren. Schon wieder. Ah, diesmal bin ich aber selber schuld. Ah, was ist mit dem anderen eigentlich los? Der folgt uns die ganze Zeit. Der ist unsterblich. Anscheinend ist er unsterblich. Ah, Mann, aber. Oh, hier, da ist auch noch was. Da lebt ein Pilzmensch drin. Interessant. Vielleicht lebt der Pilzmensch hier drin. Ne, da lebt da drin. Da lebt der Pilzmensch garantiert. Müsste es hier noch ein Evian geben. Da gibt es auch eine Evian. Die haben aber jetzt auch nichts Besonderes zu sagen zu uns. Das Einzige, was wir machen könnten, ist da mal in die Kiste gucken. Interessante Lebensgemeinschaft, die ihr hier gefunden habt. Achso, und jetzt habe ich schon wieder die Dinge eingesammelt. Und die tue ich einfach mal weg. Ich will sie nicht haben. Ah, verdammt, ich reg mich gerade auf, dass der eine Typ jetzt schon wieder tot ist. Wir sind ja nicht der glorreiche Held, den ich
gerne sein möchte. Oh, das Viech, ich seh dich an und ich habe schon keinen Bock auf dich. Und anscheinend bist du immun gegen Eis. Kann ich... Ne, der kommt nicht bis dahin. So, aber cooles Loot gibst du ab. Und hier ist auch noch cooles Loot drin. Und jede Menge Knochen. Ja, jetzt sind wir halt im Knochenbionom. Das überspringen wir gleich mal. Kommt ja nicht auf die Idee, da reinzuspringen. Oh, ein... Was bist du denn für einer? Oder eine... Ja, von der Körperform her eine. Also, wir machen mal hier zu. Die ist wirklich unsterblich. Wie macht man das jetzt? Wir haben gerade noch ein bisschen Möglichkeit uns... So, das können wir essen. Backene Kartoffeln. So, jetzt haben wir ein bisschen Heilungsbuff. Und wo sind die denn? Kommt gleich von da. Sagen wir es mal so. Wenn die dann tot sind, habe ich zumindest für die Rückreise keine größeren Probleme mehr. Ich frage mich immer noch, was das für ein Typ ist, der uns die ganze Zeit folgt. Der ist ja offensichtlich, oder sie, er, sie, es, ist offensichtlich unsterblich und der tut uns gar nichts, den hätten wir gar nicht angreifen müssen. Oh, ein rotes Horrorpferd, Hilfe, das sieht ja unheimlich aus. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ist nicht am Ende der Erkios... Achso, doch, da haben wir ja den letzten Kodex her. Es gibt ja manchmal noch Belohnungen für das Durchmachen der Erkios Mine Facility. Gibt es manchmal Capture Pots? Haben wir ja anscheinend nicht bekommen. Okay. Da ist der Kindergarten, den ich abholen soll. Ja, bitte alle in die Krabbelgruppe kommen. Hier, du auch, mein Freund. Komm doch mal zu mir, jetzt sind alle getriggert. Da ist noch einer. Haben wir irgendwie eine Bombe reinhauen und fertig mit den Typen. Molotov-Cocktails haben auch nicht. Die Dinger sind relativ... Naja. Wir haben Bomben. Jetzt haben wir die Wahl zwischen... Wir schaffen die erstmal alle weg. Oder wir riskieren ihre Leben. Und kämpfen. Haben wir zufällig was, was uns bufft? Noch zusätzlich? Leider nicht. Wir haben einen Sprungbuff. Den brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Wir haben ein Healing-Argument, das brauchen wir auch nicht. Skierens. Das ist. Ja, ich fühle mich so schlecht. Entschuldigung, Leute. Okay. So viel dazu. Das war so ein sinnloses Opfer. Aber der... Was ist mit dem gelben Typen? Also, wir haben jetzt... Den einen Typen, den wir gerettet haben, den haben wir gerettet. Und einer von den anderen hat noch überlebt. Das ist... Stand so. Hier haben wir noch ein paar rote Pferde. Und komische Flugvögel. So, teleportieren die sich jetzt alle zu mir? Kommen die mal? Kommen die mal? Kommen die mal? Ah, ich bin so schlecht im auf Leute aufpassen. So, komm her. Hol dir deinen Armor-Debuff ab. Da kommen wir jetzt nicht zu. Doch, wir kommen hoch. Und die teleportieren sich ja auch. Nein. Wir müssen trotzdem uns hier durcharbeiten. Ist eigentlich auch einfacher. So, das ist Kaldi. Ah, das ist dieser spezielle Stein, von dem wir auch 50 brauchen. Den können wir gleich mal mitsammeln. Nee, das hier brauchen wir jetzt. Da ist eine Kiste. Die wollen wir auch.
Ah, hier ist noch ein bisschen... Ach, nein, ich verwechsel immer die Kasten. So. So, einmal die Kiste. Ein Musikinstrument, cool. Und jetzt geht's weiter in die Richtung. So, dann haben wir auch einmal den Planeten umrundet. Und ich weiß immer noch nicht genau, was ich mit dem Typen machen soll, der mir die ganze Zeit folgt. Hier haben wir nochmal sowas. Können wir auch mal mitnehmen. So, kommt her, mein Kindergarten. Ich habe so viele Leute sinnlos geopfert. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Ah, hier unser Menschenfreund. Hat noch einen Auftrag für uns. Nein. Zu dir habe ich auch keinen Bezug. So zu. Wie zu den Alien-Leuten. Aber zu denen hätte ich anscheinend auch keinen Bezug. So einfach wie ich deren Leben riskiert und geopfert habe. Wir haben schon wieder jemanden verloren. Wo ist denn der schwarze Typ hin? Ja. Ich meine, der hat. Wo ist der? Hier, willst du mal mit uns kommen? Willst du mal... So. Wehe, ihr hängt jetzt in diesen blöden Zäunen fest. Okay, die KI macht ja einigermaßen gute Sachen. So, jetzt müssen wir uns beeilen, bevor es dunkel wird. Hier haben wir noch einen Heilsschrein, denn der Schwarze hat irgendwie Probleme mit der Wegfindung. So, alle werden nochmal aufgeheilt. Was auch bitter nötig ist. Ah, oh, es wird dunkel und ich muss mit den Viechern hier kämpfen, das ist ja furchtbar. Eigentlich reicht es doch zu, wenn man hier so wirklich schnell vorbeikommen. Ah, toll. So, bitte schnell. Da ist ein Händler. Ah, okay. Der Gelbe fehlt schon wieder. Kommst du auch mal mit? Der hängt schon wieder an so einer Kante fest. Warum hängen die an solchen Kanten fest? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt hast du auch noch einen Auftrag für uns. Nö. Keine Banditen. Bitte nicht. Ich muss erstmal die drei Typen da irgendwie sicher und heil ankommen lassen, wo auch immer die jetzt hin wollen. So, kommt bitte her. So. Kriege ich die schnell genug getötet? So, ich hoffe, die überleben das. Bitte überlebt das. Ah, das ist mir etwas zu riskant jetzt gerade. Da könnte was Tödliches drin sein und dann habe ich noch weniger Chancen. So. Hoffentlich wacht er nicht auf, bevor wir hier vorbei sind. So, haben wir noch alle drei? Sieht zumindest so aus, als ob. Hier, das müsste eine relativ sichere Sache sein. Kommt mal her. So. Jetzt kriegen alle nochmal eine Heilung. Eine Dröhnung. Und... der will uns doch ein bisschen Licht geben. So. Immer den schönen brennenden Steinen hinterher. So, wir warten noch ein bisschen. Hey, hat man das nicht abgeerntet? Ich erinnere mich. Ah, wir haben es... ja, wir haben es geerntet, aber wir haben es nicht mitgenommen. Wir haben es nicht ausgerissen. Wir haben das Saatgut nicht mitgenommen. So, alle drei sind noch da. Okay, da war gerade irgendwie eine unsichtbare Wand in der Umgebung oder sowas ähnliches. Ah, das war knapp. Ich will wenigstens ein paar von euch lebend anbringen. Und dann gucken wir mal, wenn die Aufträge erledigt sind, wo der Gelbe hingehört. Also nach so deinem Ausschlussprinzip. Halt, halt, den Floren wollen wir auch beschützen. Einfach aus Prinzip. So, das. Es ist ja nur wichtig, dass wir den erstmal gefechtsunfähig machen.
Flammenwerfer ist tatsächlich immer das Effektivste, was ich habe. So, ich will die jetzt einfach aus Prinzip töten. So. Habt nämlich genügend von den. So. Teleportiert euch bitte. So. Irgendwie sind die jetzt unterschiedlich, der. Jetzt hängt der Gelbe die ganze Zeit hinterher. So, ich habe ein paar Überlebende mitgebracht. So, da ist der Erste, der sich über den Überlebenden freut. Dankeschön, thanks giving me back, bla bla bla. Ah, du hast jetzt einen Auftrag für uns. Und du hast auch einen Auftrag für uns. Under mini bla bla bla, receive the goods. Cactus-Pots willst du haben. Und du wirst den komischen Typen da umgebracht haben. Ja, das können wir erstmal machen. Da wissen wir ja noch, was dazu gehört. Ich wollte eigentlich erstmal alle Aufträge erledigt haben, aber das ist auch noch okay. So, kommt her, meine Freunde. Rennen die jetzt alle mir hinterher? Okay, der rennt mir auch hinterher. Interessant, interessant. Okay. So, er schlägt die Nachtstunde. Der sieht auch so ein bisschen aus wie einer von meinem früheren Charakteren. Jetzt habe ich schon wieder vier Leute, die mir folgen. Okay, der Grüne, der hat gerade einen Auftrag von mir bekommen. Von dem habe ich gerade einen Auftrag bekommen. Aber was macht der Rote? Der Rote hat aufgehört, mir zu folgen. Okay, wenigstens das. So, da haben wir noch einen. Hier, wach mal auf. Ich habe dir jemanden mitgebracht. Ja. So. Und da haben wir noch einen neuen Auftrag. Okay, jetzt haben wir nur noch... Wir können ja mal kurz gucken, was ist es denn? Florian Cannibals Underground Shelter. Ja, okay. Das ist ja völlig woanders. Jetzt müsste ich mal kurz gucken, was ist noch so an Aufträgen übrig. Parts and Labor, das ist... relativ unwichtig. Sehe ich hier so diesen gelben Typen. Ah, help to deliver the gift. We are going to need one sacrifice on the... Okay. Ah, okay. I want to make a good impression. Das war das mit dem Saatgut. Und er möchte jetzt auch praktisch jemanden rescue müssen. Das hat man schon im Prinzip. Und worrying about my date, bla bla bla. Okay, wir tracken jetzt diesen Quest. Und, oh Gott, ich habe vergessen, meinen Timer einzustellen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge schon geht. Und ich habe keine Ahnung... Das müssen wir jetzt ein bisschen abschätzen. Aber das wird ja eh eine Folge mit viel drin rumspulen. Also Beschleunigungsspulen. Zum Beispiel jetzt gleich. Okay, wir sind an der Facility angekommen. Da unten sind die Händler, von denen wir sozusagen den Auftrag haben. Da sollen wir uns mal ein bisschen mehr drum kümmern. Und ich sehe da so ein paar unangenehme Zeitkameraden. Deswegen kümmern wir uns erstmal um die. Mit Feuer. Get it with fire. So, und da kommt auch so ein schönes Stimpack raus. Und hier gucken wir auch mal ganz kurz.
gucken auch noch mal nebenbei. Wir verfolgen ja gerade den Auftrag. Zweckquest. Ah, seht ihr, das ist ein bisschen woanders. Wir machen jetzt noch mal weiter den hier. Ne, hier. Das. Den will ich einfach so umbringen. Warte mal, da war doch gerade ziemlich viel Licht. Ah, okay. Weil das hier noch als Oberfläche zählt. Um ehrlich zu sein, das vergesse ich doch wieder, dass hier was ist. Nehmen wir es doch jetzt gleich lieber mit. So. Das, ja. Versuche ich nochmal ein bisschen zu kommentieren. So. Das müsste ausreichen. Wir können auch nochmal das hier runterfallen lassen. So. So, ein Hammer, bitte. Schön. Ihr bringt euch bitte in Sicherheit. Mein Kindergarten. So, teleportiert euch, teleportiert euch, teleportiert euch, bevor ihr tot seid. Sehr schön. Und gegen die Affen, glaube ich, ist das hier eine ganz gute Möglichkeit, sich zu verteidigen. Hier mal wieder Bücher. Ah, man sieht hier gar nichts. Sind hier irgendwelche Lichter anzumachen? Nö, dann statten wir das jetzt mal mit unseren eigenen Lichtern aus. Hoppla. Ah, zum Glück können die nicht springen, die Vollidioten. Aber unsere Leute können nach unten springen, verdammt. Habe ich ja nicht bedacht. Da ist einer der Händler. Ja, hast du auch den besten Ort ausgesucht und springst noch weiter runter. Pff. Na, zum Glück ist er unsterblich. Mal nur meine Fackel hier irgendwo hin, wo es gerade geht. Oh, Gold. Gold ist immer gut. Eins meiner Lieblingsmetalle. So. Kupfer ist aber auch nicht schlecht. Und die Musik ist so schön beruhigend. Die sind wirklich unsterblich. Could you buy the delivery for me? Würde ich gerne machen. Wir nehmen aber erstmal hier das da raus. You really helped me out, thanks. Could you hold on these tickle? Ja, kann ich. Okay, kann ich, mache ich. Und du bleibst jetzt hier oder folgst mir weiterhin? Dekorative Sonne. Ist das jetzt in meinem Inventar? Ja, ist es auch. So als Avian-Objekt. Ja, ihr könntet ruhig bei mir bleiben. Das erhöht eure Chancen, hier zu sterben, ungemein. Aber okay. Wo ist ein anderer Auftrag? Hier, der. Zweckquest. Jetzt müssen wir noch einen anderen Typen hier finden. Der ist weiter links. Mal gucken, wo wir genau den finden. Also ich gehe davon aus, dass wir hier weiter nach links müssen. Geht das überhaupt hier weiter? Achso, und wo sind unsere anderen Typen? Folgen die mir noch? Irgendwie gerade... Achso, weil hier Wasser ist. Da haben wir einen kleinen Trick. Wir machen hier ein bisschen... So, da kann man nämlich auch gleichzeitig lernen, wie man diese Dinger dran... Okay, die haben sich beide zu mir teleportiert. Anscheinend zählt das noch mit Teleport. Auch der andere Typ teleportiert sich noch. So, wir müssen ja das jetzt nicht weitermachen. Wir gehen jetzt hier weiter in die Richtung. Okay, wir beschleunigen das Ganze ein bisschen. Bis gleich. Und wir haben es geschafft. Juhu. Wir haben das Ding abgegeben. Und jetzt der nächste Part bedeutet wieder, wir geben das irgendjemandem zurück. Wir können mal hier kurz in den Schrank gucken. Oh, ein Schwert. Das können wir eigentlich mal gleich hier ein paar Sachen verkaufen. Erstmal gucken, was der hier hat. Eine Bombe, okay. Und eine Waffe, von der ich noch nicht weiß, wie gut die ist. Willst du ein paar Sachen kaufen? Also, das werden wir eh nie benutzen. Der war jetzt auch nicht so besonders.
Shotgun, Piercing Shot. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die ist ziemlich schnell, also da ist ziemlich schnell Energie weg. Hammer werden wir eh nie benutzen. Das haben wir auch nicht gebraucht, wirklich. Das habe ich eigentlich auch nur mitgenommen, weil man es verkaufen kann. Das kann man verkaufen, das kann man verkaufen. Den verkaufen wir auch. Schilder brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Das wohl der einzige Moment, wo wir wirklich Schilder brauchen, den haben wir schon überschritten. Blade Whirl. Blade Whirl ist eigentlich fast cooler als das Ding. Ah. Attacks, Damage per Swing 1,8, irgendwas. Und hier. Ach nee, hier, das müssen wir angucken. Wisst ihr was, den verkaufen wir jetzt. Sonst werde ich ihn immer wieder benutzen. Der ist eigentlich nicht schlecht, aber den will ich jetzt loswerden. So. Das weg, das weg. Zwei Blocks werde ich auch. Na gut, wir lassen die mal. Für den Fall der Fälle. Ja, das ist schon okay so. Und wir haben über 10.000 Pixel. Ich gucke nochmal ein letztes Mal, ob wir nichts davon wirklich vermissen werden. Okay, den werde ich vermissen, das weiß ich jetzt schon. Aber es ist so im Besten. So. Irgendwas, was bald schlecht wird. Banane, Kartoffeln, die Dinger vielleicht. Popcorn. Wir müssen sowieso wieder was essen. So. Es sieht alles noch gut aus. So, und dann wieder zurück. Und ich denke mal, wenn wir dann zurück ankommen... Nein, wir wollen nichts mehr. Ach, Moment mal, wir müssen jetzt hier raus. Der Händler verfolgt uns. Der will noch mehr Sachen an uns loswerden. Egal, die teleportieren sich ja. Vorausgesetzt, ich springe richtig. Passt. So, das hat doch ganz gut geklappt. So, und dann sehen wir uns gleich, also, was heißt, wir sehen uns gleich, wir sehen uns die ganze Zeit. Dann spreche ich mit euch, sobald wir wieder zurück sind. So, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind wieder im Aviendorf und jetzt können wir so nach und nach die Aufträge erledigen. So, der gelbe Typ ist jetzt endlich glücklich, hat sein Geschenk übergeben und ja, gibt auch keinen Nachfolgeauftrag. So, die beiden Typen. Ich glaube, der Orange, der gehört zu dem hier. So, komm mal her, Orange. Ja, kennst du den wieder? Ja, dankeschön. Na, und jetzt noch der grüne Typ. Ich glaube, da oben ist keiner, oder? Nee. So, grüner Typ. Grün, grün, grün. Wem willst du das übergeben? Egal. Wir finden den schon. Ja, wo bist denn du? Na, ja, von mir aus teleportiere dich. Ist auch okay. So, da haben wir den. Komm, gib mal her. Komm mal her, komm mal her, komm, komm her. Komm mal. Hier. Und bitteschön. Dankeschön, Reward back. Oh, und er will endlich uns beitreten. Oder einer von diesen Typen will uns endlich beitreten. Und der hat einen Auftrag für uns. Irgendjemanden umbringen im Mininok Laboratory. Das ist schon wieder die andere Seite des blöden Planeten.
Da wir aber früher oder später ganz viele Crewmitglieder haben wollen, machen wir das natürlich trotzdem. Und du hier, wirst du uns... Ja, Haya, auf jeden Fall wollen wir dich anheuern. Der hier sieht ziemlich cool aus. Guck mal, der hat eine neue Frisur. Also die wäre mir zumindest nicht bekannt, die Frisur. Und wir gehen gleich mal in die Richtung, wenn das angeblich die kürzere Variante ist. Allerdings das erst in der nächsten Folge. Da werden wir noch relativ schnell diesen Auftrag erledigen und dann machen wir wieder was Neues. Also die ganze Zeit nur Aufträge für Aliens erledigen. Mir persönlich gefällt es, macht mir sehr, sehr viel Spaß, aber ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das bei euch ankommt. Und ich werde es auch ziemlich spät erst erfahren, denn ich nehme da seit der 6. Folge nämlich alles in einem Aufwasch auf. Ich weiß nicht, ob die Redewendung so angekommen ist, wie ich wollte. Ist jetzt auch egal, ich überlege mir neue Redewendungen, während ich eine kurze Pause mache. Ja, und ihr macht jetzt auch eine kurze Pause, ungefähr einen Tag. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Tschüss.